Okay, herzlich willkommen zurück hier bei Monkey Island. Nein, Let's Play The Tales of Monkey Island. Jetzt befragen wir mal den Nipperkin hier. Was für Schiffe Welche kann ich hier Schiffe gibt es auf Flotsam Island noch zu kapern? Wir haben nur ein einziges Schiff auf Flotte. Das haben wir alles schon mal gehört, glaube ich. Ich stehe gerade voll auf der Leitung. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich habe noch eine Frage. Wer ist denn Dieb Gatt? Wie ist denn dieser Dieb Gatt? Wie ist dieser Dieb Gatt so? Wollen Sie Informationen aus mir ausdrücken? Dafür habe ich Respekt, Kleiner. Erinnert mich an mich, als ich so alt war wie Sie. Wann war das noch so? Vor 20 Minuten? Tschüss. Auf gute Piraterie, Kleiner. Ich stehe in Ihrer Fankurve. Ja, ich denke, ich werde jetzt mal diese Folge aufnehmen und dann erstmal der Pause machen. Windjammer immer noch groß. Flotsam Island leidet seit 1138 Tagen unter unwillkommenen Winden. Unwillkommenen Winden. Druckertinte, das Lebenselixier der Zeitungsverlage, liebevoll gewonnen aus Tintenfischblasen. Upsala, da habe ich gerade aus Versehen aus dem Fenster geklickt. Ich hoffe, das hat die Aufnahme nicht unterbrochen. Was können wir denn da mal rein? Wo können wir das... Die ich YouTube keine kann nicht darauf bekommen. Eigentlich schon, aber helfen wird es nicht, glaube ich. Eigentlich schon, aber helfen wird es, glaube ich, nicht. Ich will keine Tinte darauf bekommen. Eigentlich schon, aber nicht. Ja. Die Nase ich vielleicht. Ich will keine Tinte darauf bekommen. Ja. Dann bauen wir da rein. Ich will keine Tinte darauf bekommen. Was ist da? Habe ich dir denn her, die Bombe? Eine Mini-Bombe. Gib mir noch meine Clubfahrt. Ausweis? Wovon sprechen Sie? Ihr Mitgliedsausweis, Kamerad. Ach so, den habe ich in meiner anderen Hose vergessen. Ach so. Mitgliedsausweis, natürlich. Wo kriege ich den denn her? Wie sieht der aus? Warte mal. Ich glaube nicht, dass es hier gut aussehen würde. Oh. Mann, bring die Nase da. Ich glaube nicht, dass eine Blumenlampe hier das Feng Shui verbessern würde. Ja, du mit deinem Feng Shui. Können wir ihm eine Bombe durch das Loch einwerfen? Ich will das nicht in die Luft jagen. Nicht? Ach, schade. Das ist unter Mitgliedsausweis. Nein. Auch nicht? Okay. Können wir es da drüber kleben? Ah. Okay. Können wir hier noch weiter runter? Ja, können wir. Absolut ich nicht, schon, das wird nicht klappen. Was? Verfaulen da auf dem Bild, der möglicherweise einmal ein Ruderboot ähnlich ist. Ich sehe schon, das wird nicht klappen. Faszinierendes, aber irgendwie. Ich sehe schon, das wird nicht klappen. Irgendwie geil, was sie da alles so für kleine Details eingebaut haben. Okay, es versperrt mir anscheinend den Weg. Nicht hier denn sonst noch irgendwas? Ich drücke mal Leertaste. Ne, hier liegt anscheinend nichts. Kommt die Treppe da hoch? Okay, dann gehe ich nochmal in den Dschungel. Hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Die Kielhauler-Tür. Es ist abgeschlossen. Hier dürfen nur Angestellte vom Kielhauler rein, Liebhund. Denken Sie darüber nach, ein Reporter zu werden? Oh, überhaupt nicht. Aber fordern Mitgliedskarten. Nee, zu abgedroschen. Gefängnis. Es ist eine leere, stinkende Gefängniszelle. Erinnert mich irgendwie an die auf Melee Island. Die guten alten Zeiten. Tja, kann ich leider nicht mitreden. Ich habe. Ups. Das ist das erste Monkey Island, was ich spiele. Boah, er wird doch nichts in die Luft jagen. Das ist echt merkwürdig, der Kerl. Guybrush Threepwood. Steht übrigens immer noch 2-0. War ja gerade Halbzeit in der letzten Folge. Einhörner! Handgeblasene Einhörner aus Glas!
Auf in den Dschungel. Ich kann zum Dschungeleingang, zum Strand, zum Dock. Na, ich dachte, könnte vielleicht mit Leertaste die Orte anzeigen, wo man hin kann. Was zum? Da hinten ist die gruselige Hütte. Jetzt läuft er da her. Interessant. Ach, deswegen ist ja auch dieser. Okay. Gruselige Hütte, können wir sonst irgendwas machen? Nee, ne? Oh, vielleicht können wir den irgendwo hinstellen. Den. Wenn ich dem glaube, ist heute Sonntag, der 12. Seku. Es kommt ungefähr hin, es ist Sonntag, der 1. Juli. Wenn ich dem glaube, ist heute Sonntag, der 12. Seku. Kann man da irgendwas drehen? Nein. Ich glaube nicht, dass ein YouTube hier nützlich wäre. Boah, ein YouTube. Ich komme damit nicht klar, dass man echt dieses Wortspiel einbaut, ey. Naja, mal gucken. Brunnen. Wunschbrunnen. Was konnte man da nochmal machen? Ich wünschte, ich wäre der mächtigste Pirat aller Zeiten. Was? Was ist los? Können wir irgendwas da reinwerfen? Die Puppe das zum könnte Beispiel. Die Wasserversorgung von Flotsam Island verschmutzen und nicht auf eine gute und oder komische Weise. Na. Hä? Was sollte das jetzt? Ich wünschte, ich wäre der mächtigste Pirat aller Zeiten. Jetzt einen modifizierten Wunschbrunnen was? Gehabt. Was ist los? Ah ja, nix. Ein YouTube. Das könnte die Wasserversorgung von Flotsam Island verschmutzen. Ja. Eine Bombe. Das könnte die Wasserversorgung von Flotsam Island verschmutzen. Ja, okay. Die Karte. Okay, merkwürdig. Das könnte die Wasserversorgung von Flotsam Island. Ja, okay. Ich hab's kapiert. Die Wasserversorgung von Flotsam Island verschmutzen. Das sieht vielversprechend aus. Was siehst du denn? Ich sehe doch gar nicht. So weit, so gut. Wie, was so weit, so gut? Sonderbar. Ja. Ich glaube nicht, dass es hier gut aussehen würde. Ach, können wir doch noch die Nase da dran. Ich glaube nicht, dass eine Blumenlampe hier das Feng Shui verbessern würde. Ja, okay. Kann nicht. Geht nochmal da oben lang. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Das ist Pink Pyjama Pierre, einer der Porzellan-Power-Piraten-Actionfiguren von Doro. Ja. Dieser Dschungel ist echt laut. Ach Gott, ich konnte sowieso nicht klein. Geh ich mal zu den Affen. Mist. Verdammt! Hä? Wenn ich mir die jetzt angucke, dann muss ich erst zum Schwein, dann zum Affen. Ach, ich muss hier erst. Oh, da ist extra auf der Karte. Ich zeig euch nochmal. Ups, ja. Na, auf der Karte oben. Die Karte mit dem Brunnen benutzen. Oh Gott. Schwein. Affe. Schwein. Das sieht vielversprechend aus. Ja. Dann zum Affen. Okay, jetzt sind wir beim Affen. Dann zur Biene. Okay. Dieser Dschungel ist dann zum Affen.
weit, so gut. Zum Schwein. Biene. Piu, 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 piu. Vögel. Schwein ist wieder hier unten. Okay, zum Schwein. Dieser Dschungel ist echt laut. Dann zur Biene und zum Vogel. Das ist ja wahrscheinlich wieder dieser Bogen hier, oder? Ja. Affe. Ich frage mich, was für schreckliche Opferriten auf diesem antiken Altar abgehalten wurden. Ja, ist einfach nur eine Parkbank. Schmeckt wie Hähnchen. Hm. Könnte aber auch Mensch sein, oder? Pirat. Huch. Okay. Oh, verdammt. Sieht so aus, als hätte schon jemand diesen Schatz ausgegraben. Hä? Oh, verdammt. Ja. Können wir da irgendwas gegen machen? Steuerung. Ich will das nicht vergraben. Können wir die Bombe da reinlegen? Ich will das nicht vergraben. Du sollst es nicht vergraben, du sollst die Bombe damit verwenden. Ich will das nicht vergraben. Ja. Ich will das nicht vergraben. Ich glaube. Ich will das nicht vergraben. Hast du auch was anderes zu sagen? Das ist eine gute Idee, aber ich glaube nicht, dass Doro noch einen Pink Pyjama Pierre ausgraben will. Okay, was machen wir denn dann? Gehen wir einfach mal weg. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt brauchen wir. Können wir vielleicht am Dock so ein Einhorn nehmen und das da vergraben? Das wär's doch. Alphabet-Schlussverkauf! Hey, ich bin zurück. Hi, das sehe ich. Ja. War schön mit ihm zu plaudern, aber ich muss zu meiner Frau und meinem Erzfeind zurückkehren. Hi, wem geht das nicht so? Wow. Hätte nie gedacht, mal einen Piraten zu sehen, der Einhörner aus Glas verkauft, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Hi! Ich hätte nie gedacht, jemals einen sprechenden Pavian zu sehen, also sind wir quick! Der ist nicht schlecht. Okay, das können wir also auch nicht nehmen. Vielleicht können wir nochmal mit dem Dingens hier sprechen, mit dem Autoren hier. Davy, hast du noch was zu sagen? Was haben Sie für mich, Sleepgood? Glauben Sie wirklich, dass Deepgut mir sagen kann, was mit Elaine und LeChuck geschehen ist und mir helfen kann, von dieser Insel zu verschwinden? Wenn es jemanden gibt, der Ihnen bei Ihren Problemen helfen kann, Skipwood, dann ist es Deepgut. Tschüss. Auf gute Piraterie, Kleiner! Ich stehe in Ihrer Fankurve! Ja, ganz toll. Der kann sich einfach nicht unseren Namen merken. Ja, wir können ja auch noch mal mit dem Typen sprechen, der am Eingang vom Dschungel saß, hier mit den Puppen. Schön, dass das Spiel gespeichert wird. Da kann man nicht auch. Genau, so kann man auch laufen. Der Maus. Ganz ehrlich, ich finde es mit der Tastatur einfach. Dschungel-Eingang. Na, komm. Nimm das! Joaquim, die Ohren. Lass das! Was?
Nun gut, okay, ich muss Piratengeschichte schreiben und du hast genug Puppen zum Spielen. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Sie sind keine Puppen. Nimm das! Na gut, ich gehe dann mal zurück zum Dschungeleingang und stelle mich mal hier hin. So, ne, hallo. Ich verabschiede mich dann für diese Folge und für diese Aufnahme. Speichern nochmal eben. Sichern und laden. Speicherstand 2. Speichern. Überschreiben. Ja. Vielen Dank. Spiel wird gespeichert. Okay, fertig. Gut, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme. Ich gucke jetzt noch ein bisschen EM-Finale und ich hoffe, euch hat das Let's Play bis jetzt gefallen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.